Was geht und willkommen zurück zu Project Zomboid. Ja, wir stehen hier immer noch vor unserem Auto, wo unser antiker Ofen drin ist. Den brauche ich eigentlich, um meine Wohnung oder meine Base zu heizen. Das Problem ist, ihr seht, ich kriege es nicht in mein Inventar. Ich hatte mich mal so ein bisschen schlau gelesen. Falls ihr mir es schon in den Kommentaren geschrieben habt, dann danke. Habe ich wahrscheinlich noch nicht gelesen, weil ich sehr, sehr viel vorproduziere. Ich habe gelesen, man muss wirklich die Tasche komplett oder allgemein sein Inventar komplett leer looten. Nicht looten, ablegen. Deswegen würde ich einfach mal sagen, ich weiß nicht, bringt das das, wenn ich jetzt irgendwie alles auf den Boden schmeiße? Bringt das was? Ich mach das mal, ja. Ich weiß, oder haben wir irgendwie eine leere Kiste oder so? Oder vielleicht hier, aber hier wird auch wahrscheinlich nicht alles reinpassen. Wir schauen mal, wenn ich hier alles einfach mal wegpacke. Ja, passt leider nicht alles rein. Ich brauche irgendwie so eine leere Kiste, wo ich was verstauen kann. Hier haben wir ja ein bisschen was drin, ne? Das ist ja, sind ja unsere neuen Kisten. Wir müssen apropos noch viel mehr Kisten craften, aber aktuell sollte das ja ausreichen. Was ist, wenn wir das alles hier reinpacken erstmal? Einfach nur, ja komm, wir hauen erstmal alles hier in den, in die Waschmaschine rein. Nur um das ein bisschen zu lagern. Ich weiß nicht, ob wir unser ganzes Kram hier auch, unsere ganzen Klamotten auch wegpacken müssen. Ich versuch's mal erstmal so. Wir haben jetzt eigentlich nichts mehr wirklich im Inventar. Ich bin gespannt, wenn ich jetzt versuche, den Ofen rüberzuschieben. Tatsächlich geht das. Jetzt kann ich den Ofen rüberschieben. Also wir haben wirklich viel zu viel mitgeschleppt. Ich glaube, man hat hier eine maximale Kapazität von 50. Und wir waren, wir hätten, glaube ich, nicht alles wegpacken müssen, aber ich wollte es jetzt einfach mal schnell machen. Das heißt, wir können jetzt tatsächlich unseren Ofen installieren. Ich würde sagen, platzieren. Wir machen es mal erstmal. Oh, ich bin ganz aufgeregt. Wo sollen wir es denn platzieren? Eigentlich am besten wäre es wirklich hier. Und wir werden unser Bett dann tatsächlich auch irgendwann hier verlagern. Ich mache es mal hier. Wir werden den Ofen mal hier platzieren. Ich hoffe, der geht nicht kaputt. Wenn der Ofen jetzt kaputt geht, dann habe ich ein Problem. Ich hoffe, der macht den nicht kaputt. Komm schon. Puh, Gott sei Dank. Wir haben unseren Ofen. Das heißt, wir können den Ofen anmachen und heizen. Wie geil ist das denn? Ich weiß nicht, ob das der perfekte Spot ist. Wir lassen das aber mal hier. Dieser Schalter ist halt ein bisschen nervig. Aber wir können den Schalter tatsächlich auch abbauen. Mit diesem Tool hier. Nehmen. Ich glaube, man kann hier tatsächlich dann irgendwie mit R, Birkenholz, Antiker Ofen. Irgendwie konnte man den Schalter nehmen. Demontieren vielleicht. So nicht. Oder einfach so abbauen. Ich weiß nicht, ob hier abbauen. Nee, geht nicht. Ich bin der Meinung, man kann tatsächlich die Schalter auch abbauen. Wie das allerdings geht, weiß ich nicht. Und die kann man dann auch woanders platzieren. Bin ich eigentlich überzeugt davon, dass das geht. Da könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie es funktioniert. Ich weiß es aktuell nicht. So, das ganze Zeug nehme ich auf jeden Fall wieder mit. Jagdmesser kann. Achso, ich muss erstmal alles in mein Inventar schieben. Machen wir mal fix. So, Hammer, das kann an meinen Bedroll-Slot. Das kann an den Flashlight-Spot. Das kann meine Halfter links. Das kommt an meinen Gürtel links. Ja, oder machen wir mal Gürtel rechts am besten. So, dann haben wir. Achso, nee, dann wäre. Achso, Halfter rechts. Okay, das ist der Halfter. Dann müssen wir das doch an links machen. Machete kommt an den Rückenslot. Und mehr haben wir nicht. An Weapon-Slot kommt dann hier irgendwie ein Gewehr oder sowas. Sollte erstmal passen. Hammer lassen wir mal im Inventar, beziehungsweise im Rucksack. Können wir gebrauchen. Wir haben geringfügige Schmerzen und eine schmutzige Bandage. Die wechseln wir einmal fix. Ah, ich bin so froh, dass wir jetzt einen Ofen haben. Das ist mega gut. Hier sind wir immer noch gebissen. Müssen wir einmal verbandagieren. Und die Bandage reinigen. Sollte passen. Perfekt. So, hier sind noch gefrorene Sachen, sehr gut. Kaninchenfleisch haben wir hier noch, so ein Pfanngericht vom letzten Mal. Schmerztabletten, weiß was, nehmen wir einmal, weil wir ja gerade geringfügig Schmerzen haben. Soll ja nicht sein. Und die Bandage kann auch einmal hier im Rucksack. Dann sollte das erstmal passen, wunderbar. Ich würde tatsächlich sagen, wollen wir den Ofen mal anmachen, einfach mal testen. Ich habe so ein bisschen Schiss, dass meine Base abfackelt, aber nee. Ich würde sagen, kann man dieses Bett hier eigentlich aufnehmen? Nehmen. Bett. Ich hoffe, wir können das ohne Probleme aufnehmen, weil dann würde ich mein Bett tatsächlich
umplatzieren und alles im Wohnzimmer abstellen. Aha, ist das hier das Bett auf dem Boden? Jo, blaues Bett, das müssen wir hier alles nehmen. Wir kriegen hier aber leider nicht alles mit. Das heißt, wir müssen die Teile einzeln nehmen. Dann räumen wir mal so ein bisschen um. Ein bisschen umrenovieren, sagen wir es mal so. Blaues Bett, so, das platzieren wir mal hier mit hin. Ja, okay, wir brauchen alle Teile. Das heißt, wir müssen erstmal das Teil hier auf dem Boden. Ja, ist ja die Frage, das Bett. Bauen wir das Bett einfach wirklich. Ich glaube, ich baue das Bett wirklich hier neben dem Kamin hin. Und hier kommt dann irgendwann so ein Sofa oder eine Couch hin. Muss ich mal schauen, wie wir das am besten machen. So ein Regal brauchen wir hier auch nicht. Mal gucken, was wir aus diesem Raum machen. Vielleicht irgendwie ein Lagerraum für Waffen und so. Wir haben zwar hier ganz viele Kisten mit Waffen, aber vielleicht können wir das ja alles deplatzieren. Ja, ich glaube, das Bett wäre hier doch eher besser geeignet, oder? Ja, ich glaube, das machen wir. Das Ding ist, wir müssten das halt hier alles umswitchen, wenn wir das... Ja, ich passe das alles nicht rein. Wir machen das alles mal auf dem Boden erstmal. Na, ist, glaube ich, nicht so geil, aber ich mache das erstmal. Oh, wir renovieren jetzt hier erstmal komplett um. Jetzt ist die Frage, können wir die Kiste einfach so nehmen, ohne die kaputt zu machen? Okay, ja, ich glaube, das hat geklappt. Und die Platzierung, hier machen wir so eine Art Lagerraum. Ich glaube, das ist ganz gut. Ich glaube, das ist gut. Dann machen wir mal hier so eine Kiste. Mal gucken, ob wir diese Regale hier auch einfach erstmal mitnehmen. Ist hier überhaupt was drin? Oh, hier ist eine Pistole und eine Feuerwehrjacke. Haben wir auch erstmal alles auf dem Boden. Und weißt du was? Ich glaube, dieses, das bauen wir komplett ab. Ich glaube, das brauchen wir nicht. Brauchen wir mal eine Säge. Ich glaube, wir holen uns mal fix eine Säge. Dann bauen wir das ab. Das ist, sowas brauchen wir nicht. Glaube ich, oder? Nee. Weißt du, was wir bauen? Wenn nicht, craften wir uns eine neue. Aber ich glaube, das bauen wir erstmal komplett ab. Wunderbar. Hier kriegen wir sogar ein paar Bretter. Das ist perfekt. Das Teil, ja, werden wir auch erstmal alles auf dem Boden platzieren. Oh, shit. Ach, das ist das ganze Geld. Holy crap. Okay, das auch einmal alles weg. Okay, wir haben wieder Schmerzen. Sehr gut. So, hier sind jetzt ganz viele Sachen auf dem Boden. Das ist erstmal okay. Aber ich werde jetzt hier erstmal die anderen Kisten mitstellen. Jetzt muss ich halt mal gucken. Ich muss das wahrscheinlich alles auf den Boden erstmal packen, ne? Damit das, damit ich die abbauen kann. Ist eigentlich nicht so geil, aber was willst du machen? Der Boden wird natürlich überfüllt sein. Ich hoffe, wir verlieren hier auch nichts. Aber wir werden dann nach und nach alles wieder einsortieren. Das ganze Zeug hier auch einmal auf den Boden. Können wir vielleicht beide Kisten mitnehmen. Sollte klappen. Ah, schaut euch das mal an. Schaut euch diesen Müllberg hier auf dem Boden an. So sieht es halt immer aus, wenn man umrenoviert. Das ist halt so. Aber so, ich hoffe, wir können das alles unbeschadet mitnehmen. Das hat funktioniert. Und das hat auch funktioniert. Wunderbar. Sind ja auch nur, ich sag mal, Billigkisten. Sollte kein Problem sein, die abzubauen. So, dann werde ich hier auf jeden Fall... Ich glaube, wir können hier wirklich sehr, sehr viele Kisten platzieren. Einfach auch stapeln. So, hier sieht irgendwie aus, ob hier irgendwas liegt. Ne, ist aber nicht so. So, eine haben wir noch. Die platzieren wir mal hier oben. Okay, warum kann ich das hier nicht oben platzieren? Vielleicht, weil da ein Fenster ist. Wir werden hier auf jeden Fall vorm Fenster was platzieren. Ich weiß nicht, ob die Zombies dann hier drüber können. Ich glaube, ja. Die kriechen dann, glaube ich, über diese Kiste. Aber ja, ist halt so. So, das ganze Geld und was hier auf dem Boden ist, das muss ich mir überlegen, wo das alles hinkommt. Kriegen wir alles noch heraus. So, jetzt ist die Frage, kriegen wir das alles in unser Inventar? In den Rucksack auf jeden Fall. Ja, ihr seht, ich bin auch mega schwer beladen. Und den Rest... Naja, hier im Inventar passt das natürlich alles nicht rein, aber gucken. Wir sind natürlich sehr, sehr schwer beladen jetzt. Gesundheit schwindet. Ich weiß nicht, ob das so schlau war. okay, ich muss das alles sehr, sehr schnell abladen jetzt, bevor ich drauf gehe. Okay, hier machen wir mal ruhig die ganzen Patronen. Sehr gut. So, mehr. Hier haben wir Magazine. Packen wir Magazine auch da rein? Oder machen wir Magazine extra? Ich glaube, wir machen Magazine auch da rein. Passt nicht mehr. Okay, dann machen wir Magazine extra. Dann kommen Magazine hier rein. Und ja, ich glaube auch solche Teile hier, ne? So Laser, also so
Anbringteile, sagt man das so? Waffengurt auch, also alles, was man, so Attachments für die Waffen, hauen wir auch da erstmal alles mit rein. Und die Waffen an sich kommen dann in den rechten Container. Sollte erstmal ausreichen. So, hier haben wir dann Waffenkoffer. Waffenkoffer, ist überhaupt was drin? Tatsächlich nicht. Ist halt die Frage, ob wir Waffenkoffer überhaupt in eine Kiste packen. In die kommt jetzt auf jeden Fall erstmal die ganzen Waffen, die wir haben. Die wir nicht brauchen. Die beiden auf jeden Fall. Achso, mehr haben wir noch gar nicht mitnehmen können. So, das kommt alles hier mit rein. Zack. Waffenkoffer packen wir auch erstmal hier mit rein. Ansonsten das hier noch. Und der Rest ist noch im Container, beziehungsweise hier auf dem Boden. Wir nehmen zumindest, dass wir die Waffen alle verstauen. Ich hoffe, das kriegen wir hin. Okay, sehr gut. Okay, jetzt ist hier auf dem Boden auch von nichts mehr. Das ist gut. Dann verstauen wir noch schnell die Waffen. Und dann haben wir den ersten Part für heute erledigt. Jetzt haben wir leider kein Bett mehr. Holy shit, wir haben kein Bett. Wir müssen auch auf jeden Fall das Bett aufbauen. Das ist auf jeden Fall wichtig. So, die Waffen kommen hier mit rein. So, Molotow auch. Machen wir bis hierhin. Sehr gut. Und das war's dann auch. Wir haben eigentlich noch kein... Doch, hier haben wir ein Gewehr. Dieses Gewehr ist, glaube ich, ganz gut. Und ein M14 haben wir Einzelschuss. Sturmgewehr haben wir tatsächlich auch. Habe ich komplett übersehen. Sehr, sehr geil. Das könnte ich auch ausrüsten. Perfekt. So, dann haben wir hier Kisten für unseren Ammo. Ich mache hier allgemein so einen Lagerort, denke ich mal. Ich glaube, das ist ganz cool. Wir machen hier mal Licht an. Und was wir auf jeden Fall jetzt hier aufbauen, deswegen nehme ich das hier einmal mit auf. Passt das hier mit rein alles? Ich weiß es nicht. Hier eins und hier eins. Sehr gut. Können wir das hier direkt aufbauen? Ich weiß es nicht. Oder müssen wir das erstmal auf dem Boden platzieren? Wenn wir sagen platzieren, ja. Warum geht das nicht? Doch, so können wir es aufbauen. Nein. Blaues Bett. Oder brauchen wir das beides im Inventar? Ich packe das mal alles beides auf den Boden erstmal. Zack. Und das auch. Sehr gut. Mal gucken, ob wir das jetzt aufbauen können. Blaues Bett. Nee, nicht nehmen. Ich würde es gerne aufbauen. Wie geht denn das nochmal? Platzieren. Wie können wir das denn aufbauen? Ich habe es vergessen, wie das geht. Bauen. Versuchen. Vielleicht, wenn wir das hier so machen. Gegenstand platzieren. Okay, ich weiß es nicht, wie genau das jetzt hier nochmal funktioniert. Primär ausrüsten. Wir nehmen mal einen Teil. Gucken, ob das so schon ausreicht, wenn wir jetzt sagen, platzieren. Ja, jetzt funktioniert es. Okay, wir bauen das hier. Ich hoffe, das klappt. Blau ist sogar meine Lieblingsfarbe. Dann haben wir sogar ein Bett mit unserer Lieblingsfarbe. Sehr, sehr gut. Dann haben wir hier jetzt unser Bett. Wir verlagern alles hier, unsere ganze Base. Vielleicht machen wir das auch irgendwann mit Wänden zu. Mal gucken. Und hier machen wir dann wirklich einen Lagerraum für Waffen und so weiter. Haben eigentlich sehr, sehr viele Räume, die wir nutzen können für Lagerräume. Küche kann da bleiben, das passt. So, wir haben Hunger, das essen wir einmal komplett auf. Dann kann die Pfanne nämlich auch gleich direkt weg. Und wir sehen, wir haben echt Schmerzen, dadurch, dass wir sehr, sehr viel mitgeschleppt haben. So. Zack, Pfanne kann hier mit rein. Schmerztabletten einmal nehmen. Und die Wasserflasche auffüllen. Geil, dann haben wir so ein bisschen schon mal umrenoviert, so ein bisschen angefangen. Wir haben jetzt hier natürlich ganz, ganz viele Teile. Das gefällt mir natürlich nicht. Haben wir hier irgendwie Lichtschalter? Sehr geil. Wir haben jetzt hier ganz viele Teile, das müssen wir irgendwie verstauen. Ich bin überlegen, ob wir, ja, wir hätten vielleicht doch eine Nachtkommode behalten können. Oder wir packen das alles hier mit rein. Aber hier sind die ganzen VHS-Kassetten. Ist hier eigentlich auch ein Container. Ist ja eigentlich auch so eine Art Container, ne? Aber hier kommt nichts rein. Vielleicht haben wir hier tatsächlich eine Nachtkommode noch hin. Können wir denn eine bauen? Was brauchen wir denn für so eine Kommode? Möbel, Holzstuhl, Bücherregal, nein. Ja, sowas hier, ne? Regal, Holzschild, Tisch, nein. Ja, sowas hier brauchen wir. So ein kleines Bücherregal. Dafür brauchen wir drei Bretter und drei Nägel. Das können wir eigentlich direkt machen. Ich muss mir nur drei Nägel holen. Ich brauch gar kein Licht mehr, weil ich schon alles weiß, wo das alles ist. 1, 2, 3, perfekt. Und die Bretter finden wir hier, dann können wir die nämlich gleich verwerten. Ein Brett. Zweites, und sind sogar tatsächlich drei Bretter. Wie geil ist das denn?
drittes Brett und hier ist das dritte Brett. Das war das zweite und hier ist das dritte. So. Und dann, hoffentlich, kriegen wir hier die Kommode zwischen. Möbel, kleines Regal. Nee, kleines Bücherregal, so. Einmal drehen. Jawohl, passt. Wunderbar. Und da haben wir dann die ganzen, das alles, was wir hier hinten auf dem Boden hatten. Ich glaube, das ist ganz, ganz gut. Gucken, ob wir das alles aufnehmen können. Jawohl. Ist sogar eine Pistole drin. Weißt du was? Die Pistole kann ja dann natürlich eigentlich gleich hier mit rein in den Container. Nicht in den hier, in den obersten. Ah, wie, die passt da nicht mehr rein? Da passen keine Pistolen mehr rein, okay. Oh, das ist ärgerlich. Dann hauen wir die erstmal hier mal mit rein. Das ist ein bisschen ärgerlich, dass hier so wenig Pistolen reinpassen. Das wundert mich ein bisschen. Schade, schade, schade. Mich wundert es auch, dass ich hier keine Container oder Kisten stapeln konnte. Ärgert mich auch so ein bisschen, wenn ich ehrlich bin. Aber gut, ist halt so. Dann nehmen wir das hier alles mal auf. Dann sollte hier auch nichts mehr auf dem Boden sein. Schrauben. Oh, okay, den nehmen wir natürlich auch mit. Wir durchsuchen mal hier den ganzen Boden. Hier ist noch ein Blatt Papier, das räumen wir auch nochmal mit auf. Okay, sehr gut. Ist schade, dass man diesen Müll nicht komplett entfernen kann, oder? Oder kann man diesen Müll komplett entfernen? Wenn wir sagen, hier auf irgendwie demontieren? Nee. Nehmen. Müll. Ja, doch, Müll. Wir können den Müll nehmen und kriegen hier Müll raus. Okay, wir müssen den Müll dann aber auch separat wegschmeißen. Das ist ein bisschen doof. Aber okay. Wir hauen jetzt aber erstmal dieses ganze Zeugs hier mit rein. In dieses Regal. Die Feuerwerke und so macht, glaube ich, keinen Sinn. Die Schrauben sowieso nicht. Brieftasche kann hier rein. Geld kann hier rein. Blatt Papier kann auch erstmal rein. Radiergummi und die Stifte. Da habe ich ja welche. Nur, dass ich weiß, dass hier so ein bisschen was drin ist. Den Müll hauen wir nämlich gleich nach draußen. Oder machen wir, weißt du was, den Müll haben wir mal hier. Das räumen wir dann mal irgendwann anders auf. Packen wir hier mal mit hin. Achso, das können wir nicht einfach so platzieren. Ne? Wir machen mal hier so Objekt platzieren. Und mal, hauen das mal hier mit hin. Okay, perfekt. So, ich glaube, dann haben wir das meiste geschafft. Oh, es ist schon sehr, sehr spät. Ich würde gerne die Schrauben einmal wegpacken noch. Und dann würde ich sagen, schlafen wir einmal eine Runde. Wir werden wahrscheinlich auch ziemlich lange schlafen. Hier machen wir auf jeden Fall das Licht aus. Was ist denn das hier oben? Ach, das ist ein Regal hier, oder was? Ach nee, das ist das Regal von außen. Okay. Sah so aus, ob es hier in diesem Raum wäre, aber ist es nicht. So, wir haben nichts, was wir wegpacken können. Wir haben gut renoviert, das ist gut. Es wird immer kühl. Ich weiß nicht, soll ich jetzt schon den Ofen anmachen? Hätte man eigentlich machen können. Aber ich mache das in der nächsten Folge. Ich würde sagen, ich lege mich schlafen. Sag, ja, danke fürs Zuschauen. Und das ist vielleicht eine etwas kürzere Folge, aber haben ein bisschen was geschafft. Ich hoffe, wir sehen uns dann ja, in der nächsten Folge wieder. Also bis dahin. Ciao.